Moin Leute, willkommen im Bruderland. Das heutige Thema ist AVM und genau genommen die Fritzbox, die man für einen Kabelanschluss braucht. Ich habe ja jetzt seit einiger Zeit Unity Media im Einsatz und da oben irgendwo ist noch meine Connectbox, die ich demnächst mal durch eine Fritzbox ersetzen werde. Und jetzt ist es ja so, AVM hat vor kurzem die 6590 vorgestellt, die ist mittlerweile auch zu haben und dann habe ich mich mal so ein bisschen in diese Materie reingelesen, ne? Weil es gibt ja bei AVM die 6430, das ist also das Einstiegsmodell, dann gibt es noch die 6490 und seit neuestem jetzt die 6590. So, und das ist natürlich immer die Frage, wo sind dann da jetzt die genauen Unterschiede und was bringt denn, sage ich mal, diese ganzen Mehrkosten so mit sich? Ich habe mir die ganzen Dinge jetzt mal angeschaut und wollte jetzt einfach mal kurz eine Zusammenfassung geben, was die verschiedenen Fritzbox-Modelle angeht, die man, sage ich mal, bei verschiedenen Kabelanbietern jetzt mittlerweile nutzen kann, wenn man nicht die Standard Connectbox wie bei Unity Media zum Beispiel nutzen möchte. Fangen wir mal an mit der kleinsten oder der günstigsten. Das ist die 6430. Die kostet so bei Amazon um die 140 Euro. Ist so das Einstiegsmodell bei AVM. Und alles, was ich jetzt sage, hat im Prinzip ist eigentlich vergleichbar auch mit, sage ich mal, mit den Nicht-Kabelboxen von AVM, sondern also statt einer 6430 die 7430. Das sind ja die für DSL und so. Aber das ist nur so am Rande. 140 Euro kostet die und was da zu beachten ist, die hat, sag ich mal, 2,4 GHz LAN, sie hat kein AC WLAN, also kein 5 GHz WLAN, das sollte man schon mal beachten. Ansonsten hat sie 4 Gigabit LAN Ports, kann Decktelefone anschließen, USB 2.0 hat sie, was haben wir sonst noch? Gut, der obligatorische Anschluss für den Kabelanschluss ist dabei, also ihr müsst das Ding nicht irgendwie im Bridge-Modus mit einem Modem benutzen, sondern da ist wirklich ein Modem verbaut, das ihr verwenden könnt. Und was da aber auf jeden Fall fehlt, ist ein ISDN-Anschluss. Solltet ihr noch ein ISDN-Telefon haben oder so, werdet ihr mit der 6430 definitiv keinen Spaß haben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eh nur so, sag ich mal, das Einstiegsmodell. Und ich habe bisher auch noch keinen Anbieter gesehen, der das standardmäßig irgendwie mit anbietet, eine 6430 zu mieten oder zu kaufen oder so. Das nächste Modell, das wäre die 6490. Das ist das vergleichbare Modell zur 7490. Die 7490, die hatte ich ziemlich lange hier im Einsatz mit einem 1&1-Anschluss und mit einem O2-DSL-Anschluss und so. Und die 6490, die kostet momentan Neupreis bei Amazon 188, 190 Euro so im Dreh herum. Ist jetzt, wie gesagt, schon mal rund 50 Euro teurer als das andere Modell. Hat aber, sage ich mal, den Vorteil, dass halt zu den Sachen, die ich eben schon gesagt habe, da kommt noch ein 5 GHz WLAN dazu, mit dem man bis zu 1300 Mbit pro Sekunde schaffen kann. Das 2,4 GHz WLAN, das wiederum ist ziemlich identisch zur 6430. Da gehen maximal 450 Mbit. Da sind, glaube ich, drei Antennen drin oder so. Aber durch diese neuen Antennen, durch die MIMO-Antennen, die man dann in der 6490, genau wie in der 7490 einem Einsatz hat, ist auf jeden Fall da 5 GHz WLAN mit einer entsprechenden Geschwindigkeit vorhanden. Ansonsten sind ja, der ISDN-Anschluss, also nicht ISDN-Anschluss, sondern das ISDN-Telefon kann da noch angeschlossen werden. Das ist eigentlich mal aber auch schon die einzige Änderung zur 6430. Also hier ist auch weiterhin USB 2.0. Solltet ihr also das Fritz NAS nutzen wollen, solltet ihr im Hinterkopf haben, da ist nur USB 2.0 im Gegensatz zur 7490. Da hat, oder? Ne, da waren es glaube ich auch noch 2.0. Ja, das war jetzt sozusagen die nächstgrößere Fritzbox. Wobei die größeren in Anführungszeichen vom Format sind es immer noch diese flachen Fritzboxen. Und jetzt haben wir ja seit neuestem die 6590, das ist das ganz neue Modell. Und da steht die Fritzbox dann halt aufrecht und nicht mehr so flach. Und sie hat noch ein paar andere kleine Änderungen. Wobei man da gleich sagen muss, das neueste Modell von AVM kostet 270 Euro. Das ist also auch fast nochmal 90 Euro teurer als die 6490. Sollte man mal im Hinterkopf behalten. Und was da auf jeden Fall verbaut ist, ist halt, sage ich mal, die neueste WLAN-Technik von AVM. Ich hatte ja schon mal die 7580 im Einsatz und die haben mal vorgestellt gehabt. Die hatte auch schon, sage ich mal, dieses Vierfach-Antennensystem drin und mit dem man bis zu 1733 Mbit pro Sekunde schaffen kann. Vorausgesetzt, man hat auch ein, sage ich mal, ein Endgerät, das vier Antennen gleichzeitig ansteuern kann. Was aber halt im Gegensatz zur 6490 da noch zu beachten ist, also der Datendurchsatz, wenn da mehrere Geräte gleichzeitig laufen, soll auf jeden Fall besser sein, weil bis zu vier Downstreams und Upstreams irgendwie gleichzeitig laufen können, ohne dass sie sich irgendwie reinfunken. Das sollte man mal beachten. Da sind beim 2,4 GHz WLAN
wie dann durch die Anzahl der Antennen gehen da bis zu 800 Mbit. Also das ist auch schon mal ganz interessant. Wiederum vorausgesetzt, dass man auch ein Gerät hat, das es unterstützt. Und wie gesagt, bei 5 GHz sind es 1733 Mbit pro Sekunde. Also WLAN hier auf jeden Fall nochmal eine Stufe on top. Aber ansonsten muss man dazu sagen, bis auf einen zusätzlichen Analoganschluss für ein Faxgerät oder so, war es das jetzt eigentlich von den, sag ich mal, Änderungen zur 6490. Weil auch hier ist leider noch das Problem da, dass da noch USB 2.0 Anschlüsse drin sind. Also bei meiner 7580, die ich ja mal im Einsatz habe, da sind schon USB 3.0 Anschlüsse drin. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar, wenn man, sag ich mal, dieses FritzNAS intensiver nutzt. Hier muss man auch weiter mit USB 2.0 arbeiten. Naja, mir ist es egal. Ihr seht ja, da hinten steht noch mein QNAP NAS. Das ist eh mit Gigabit-LAN angebunden und so. Das ist dann relativ wurscht. Aber wem das FritzNAS wichtig ist, sollte das im Hinterkopf behalten bei den Kabelroutern von AVM. Ja, das waren im Prinzip schon die drei Modelle. Da gibt es ansonsten nicht mehr so viel zu sagen. Die werden bei verschiedensten Anbietern unter verschiedenen Namen irgendwie noch gebrandet, sag ich mal. Also bei 1&1 gibt es die Dinge ja auch irgendwie als Home-Server oder als Business-Server oder so. Je nachdem, was für eine Größe man haben will, sollte man im Hinterkopf behalten. Und wenn man jetzt so das abschließende Fazit, nachdem ich mich jetzt mal intensiv mit der Materie auseinandergesetzt habe, lohnt sich denn diese Anschaffung? Oder welches Modell würde ich denn empfehlen? Also dieses 6430er Modell, also wirklich das Einstiegsmodell, das würde ich eigentlich heutzutage wirklich niemandem mehr empfehlen. Es sei denn, ihr wollt das wirklich bei Papa zu Hause, der braucht einfach nur einen Anschluss für seinen Kabelanschluss, also einen Router für seinen Kabelanschluss und hat sonst keinerlei Wünsche, dann kann man das machen. Aber ansonsten würde ich sagen, zahlt ihr 50 Euro Aufpreis für die 6490, da habt ihr auf jeden Fall ein solides Gerät. Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, also wurde schon intensiv getestet und funktioniert auch noch auch wunderbar. Und da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit halt mit diesem 5 GHz WLAN, also AC WLAN, falls ihr mal aktuellere Geräte habt, spätestens wenn ihr so drei, vier, fünf Sachen gleichzeitig habt, mit denen ihr streamen wollt, werdet ihr dankbar sein für dieses Upgrade. Das wird vermutlich auch, sag ich mal so, den Ansprüchen von den meisten Leuten von euch vollkommen ausreichen. Und sag ich mal jetzt diese neueste Version, die 6590 für 270 Euro, das ist schon ein Batzen Geld für den Router, der eigentlich auch nur minimal mehr kann als, sage ich mal, der Vorgänger mit der die 6490, würde ich dann nochmal 90 Euro Aufpreis bezahlen. Im Normalfall würde ich euch sagen, nein, spart euch die Kohle. Und das habe ich bei der 7580 auch schon gesagt. Der Mehrwert lohnt sich nicht wirklich, gerade weil, sage ich mal, die Anbindung an den Kabelanschluss oder sowas, das ist alles gleich schnell, das sind alles dieselben Protokolle und so, da werdet ihr keinen Geschwindigkeitsvorteil haben. Das ist wirklich nur dieser WLAN-Anschluss, der dann ein bisschen besser ist sozusagen, also die WLAN-Verbindung. Und das lohnt sich, glaube ich, in den meisten Fällen überhaupt nicht für euch. Da ist dann eher so die Sache, das sind so Technik-Geeks und Technik-Enthusiasten, so wie ich, die kaufen sich so einen Scheiß halt zum Vollpreis, warum auch immer, weil sie das Ding einfach mal ausprobieren und testen wollen. Aber ich glaube, für den normalen Nutzer da draußen ist es, glaube ich, einfach Geld zum Fenster rausgeworfen. Deswegen meine Empfehlung, holt euch die 6490, die wird auch, also bei Unity Media weiß ich es zum Beispiel, da kann man die auch gleich bei Beginn mit zukaufen. Ich glaube, man kann die auch teilweise bei Vodafone mitmieten oder so. Den Aufpreis würde ich in die Hand nehmen und dann habt ihr seid ihr auf jeden Fall, sag ich mal, diese 0815 Boxen von den Herstellern los, weil dank der freien Routerwahl habt ihr ja die Möglichkeit, das jetzt unabhängig von dem Hersteller, also von den Anbietergeräten zu machen und ich würde euch empfehlen, macht das, weil meine Connect-Box, die da oben ist, die kommt jetzt langsam an ihre Grenze, weil jetzt sind jetzt teilweise 11, 12 WLAN-Geräte dran und dann krepiert die regelmäßig. Also das ist nicht schön und deswegen hoffe ich mir, mit der Fritzbox wird das dann nämlich alles besser. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ich habe mir jetzt auch eine 6590 bestellt, die hole ich auch morgen beim Mediamarkt ab. Da wird es dann in den nächsten Tagen auch noch weitere Videos, sei es Unboxing geben und dann auch in ein paar Wochen nochmal so ein abschließendes Review. Lohnt sich denn diese Investition und nicht? Oder nicht? Und ich werde auf jeden Fall auch mal ein Video dazu machen, wie man bei Unity Media, falls ihr Unity Media Anschluss habt, wird das vielleicht für euch interessant sein, wie man da, sage ich mal, einen Fremdrouter freischalten kann und sozusagen die Connect-Box von Unity Media in die Tonne treten kann. Jetzt habe ich genug geplappert. Wenn von eurer Seite Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Und wie gesagt, wenn euch das Thema Kabelmodems interessiert, lasst ein Abo da. In den nächsten Tagen und Wochen wird es auf jeden Fall noch einige Videos dazu geben. Euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ciao, ciao.